So, ja, hi. Erstmal hallo Chat. Ich weiß gerade nicht, wie viele da sind. Bisher sehe ich nur Iowa. Hallo Iowa. Na. Und auch hallo an die Leute, die das später auf YouTube schauen werden. Ihr habt das Privileg, dieses Spiel in einer besseren Qualität zu sehen, weil, ja, irgendwie, ich weiß nicht warum, ich kann irgendwie nicht ganz in so einer ganz so geilen Qualität streamen, wie ich gerne würde. Ich streame zwar mit 3500 kbs, glaube ich. So viel wie Twitch eigentlich auch maximal empfiehlt, aber irgendwie sieht es trotzdem nicht so geil aus wie bei anderen und ich weiß nicht wieso. Ich hoffe mal, dass es nicht an meinem Rechner liegt. Eigentlich kann es nicht wirklich an meinem Rechner liegen. Nicht, dass ich wüsste. Aber wir spielen auf jeden Fall Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, den Prolog zum eigentlichen Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, welches später in diesem Jahr rauskommt. Und was blablabla. Dass nur die linke Abbildung sichtbar ist. Das ist. Wir müssen mal kurz gucken. So ungefähr? Ne, es ist, glaube ich, am PC ein bisschen zu viel. So würde ich sagen. Ja, das haut hin. Okay. Eigentlich wollte ich aber noch die Untertitel auf jeden Fall. Was? Kann ich irgendwie irgendwo Untertitel anstellen? Da. Ah, okay, ist automatisch ein. Alles klar. Ich hoffe, der redet doch nicht in Deutsch, oder? Ich will es nicht hoffen. Das muss ich dann umstellen. So, ja, wie gesagt, wir spielen Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Ich hoffe, ich kenne die Story noch einigermaßen gut, weil ich habe leider nie Metal Gear Solid Peace Walker gespielt für die PSP. Oder ich glaube, es ist auch in der HD-Trilogie vom für die PS3 und PS. Und Xbox 360 dabei. Habe ich allerdings nie gespielt. Und ich glaube, das Spiel spielt, glaube ich, ein paar Jahre nach. Was? Achso. Spielt ein paar Jahre nach Peace Walker. Aber ich hoffe mal, dass es trotzdem von der Story her noch genug für mich zu wissen gibt. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt Big Boss spielen und nicht Solid Snake. Was? Ausblenden. Danke. Mann, Xbox. Muss ich das alles lesen? Das weiß ich doch schon. Ja, ich weiß. The Boss hat damals Naked Snake verraten. Naked Snake hat sie umgebracht und wurde dann zu Big Boss. Das weiß doch wohl jeder. Hündchen! Okay, ich muss sagen, die Grafik ist echt cool. Dafür, dass es auf der Xbox nur in 720p, glaube ich, war. Oder war es 900? Ich weiß es nicht. Ich mache mir aus der Auflösung eh nicht viel, weil ich kann mit meiner Capture Card eh nur 720p aufnehmen. Deswegen ist mir das noch relativ Latte. Aber so von den Texturen und allem sieht das auf jeden Fall geil aus. How's it feel to play the traitor? No more war games. You're a real man now, soldier. You
my regards to your boss when you get home. Ha, Musik. Okay, da muss ich rüberlabern, sonst kriege ich einen Anschiss. Aber das ist sowieso ganz gut. Moment, Moment. OSG Hell G. Ich weiß nicht, wie man deinen Namen ausspricht. Es ruckelt. Es ruckelt. Mal ruckelt es. Ich guck mal ganz kurz nach. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wieso. OBS sagt mir, dass ich mit 60 FPS streame. Deswegen würde es mich ein bisschen wundern. Wäre natürlich ein bisschen blöde, wenn es ruckelt. Ich könnte vielleicht versuchen, die FPS auf 30 zu stellen, dass es flüssiger läuft. Ob das geht? Ten days ago, we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we're compromised? No. Komm schon. Oh. Twitch lädt aber auch ziemlich langsam gerade bei mir. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. A slice of American pie on communist soil and out of US legal jurisdiction. Ah, hast recht, ja. The upcoming inspection of my es ist ein kleines bisschen ruckelig, hast recht. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved, bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows the true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. Aber ich habe eine Idee, woran es liegen könnte. Wartet mal. Ich mache jetzt einfach so. So, ich habe jetzt mal die Aufnahme von Fraps gestoppt. Ich hoffe mal, dass es dadurch besser ist. Weil das Ding ist, ich nehme ja sowieso auf. Über Dings. Über OBS nimmt er den Stream gleich mit auf. Das heißt, ich kann theoretisch eigentlich auch einfach die Aufnahme dann hochladen. Vielleicht ist es für meinen PC ein bisschen zu viel, quasi zwei Aufnahmen gleichzeitig zu machen. Mal gucken, ob es jetzt so besser ist. Wundert mich aber, dass es ruckelt. Das hatte ich, glaube ich, sonst nie. Also nicht, dass ich wüsste. Aber ich glaube, das Fraps ausmachen hat es, glaube ich, besser gemacht. Und wer ist dieses... Wer war dieses komische Fall, Narbengesicht eben? Skullface? Kannte man den vorher schon irgendwo? Also der erinnert mich ein bisschen an Red Skull von Captain America, nur dass er halt nicht rot ist. Ha. Huh. Ach ja, und hallo Birnebohne! Und Silent Beast 96. Ihr habt aber auch geile Namen. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring them back alive. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. Wieso stand da Sof? Ich denke, es heißt Fox. Habe ich gerade irgendwas ultra Wichtiges verpasst? Was ich nie wieder rausfinden werde jetzt? Hm. Wobei das... Ah ne, da ist Fox. Okay, ich wollte gerade sagen. Haha. We'll send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. You'll probably just miss our guests. The only catch is... You go in solo.
The politically sensitive nature of the mission needs backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. Ah, Sir Ghost Gamer? Wieso kannst du es dir nicht anschauen? Jetzt qualitativmäßig oder liegt es an Twitch, dass du es dir nicht angucken kannst? Ach ja, und ihr könntet mir vielleicht mal sagen, ob ihr mich gut hören könnt und so und alles drum und dran, ob alles von dem Audio und Video alles sehr schön ist. Außer. Oh yeah. Außer, dass es halt ein bisschen ruckelt. Und ja, das Spiel ist neu. Es kam, glaube ich, heute raus. Am 20. glaube ich. Also ja, ist neu. Hideo freaking Kojima. Ein toller Mann. Passt, okay, das ist gut. Audio passt, das ist toll.